Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate Shadows of Arm. Und ja, die jammern hier ewig lang rum, dass sie alle müde sind. Deswegen sollten wir im Schutze der Ruinen ein Nickerchen machen. Am besten. Oh. Wehrt euch. Und mit in eine Ork-Patrouille. So, so wie zu der Ork-Patrouille. Oh, wir kriegen nochmal Besuch. Seht ihr ihn? Macht euch bereit. Stopp. Ja, ich sehe ihn. Seht ihr ihn? Macht euch bereit. Der Mann, ich will zu euch sprechen. So scharfsinnig wie eh und je. Wenn sich auch die Wahl eurer Kameraden in keinster Weise verbessert hat. Ist euch euer Lehrer nicht mehr genug? Müsst ihr euch jetzt mit einem Mörder zusammentun? Ich hätte mir mehr von euch erwartet. Seid still. Ich sagte, ich will zu euch sprechen, nicht mit euch. Diese Angelegenheit ist erledigt. Ich bin nicht mehr bereit, darüber zu diskutieren. Wenn ihr weiter darauf herumreitet, werde ich mich eurer annehmen müssen. So wie ihr dazu gezwungen wart, euch mit den Haftern auseinanderzusetzen, die in Altkatla gestorben sind? Doch, eigentlich schon. Und ihr wisst das genau, das auch genau. Gabriel war ebenso wenig ein Hafner wie ein Baumhirte. Seine Taten haben ihn und diejenigen, die ihm gehorchten, verraten. Denkt an die aufgedonnerte Feste und seine politischen Ziele. Er hat den Namen der Hafner nur verwendet, um sich selbst zu fördern. Sagt mir, was hat er euch geboten? Ihr wisst nicht, wovon ihr redet, Rihaira. Eure Zusammenarbeit mit Talis hat euer gesundes Urteilsvermögen getrübt. Dann habe ich deswegen einen umso besseren Charakter. Schimpft mich ruhig Verräterin, aber ich bin nur dem Geist der Hafner treu geblieben. Ihr seid der Verräter und wenn andere von den Ereignissen wüssten, würden sie das auch so sehen. Ah, aber man weiß nichts von den Ereignissen. Die vorherrschende Meinung ist, dass ihr eure Brüder und Schwestern getötet habt und mit einem bekannten Mörder und euch mit einem bekannten Mörder eingelassen habt. Es gibt keine Gegenbeweise. Natürlich nicht. Trotz der Hinterhalte werdet ihr selbstverständlich noch immer in der Lage sein zu behaupten, dass ihr moralisch richtig gehandelt habt. Was ist mit euch geschehen, Dermin? Mir kommt es vor, als würde ich euch nicht mehr kennen. Das wird langsam ermüdend. Werden gute Dinge getan, Yahira, von einer etwas zuträglicheren Perspektive aus gesehen. Auf Kosten der Unschuldigen, so ist das doch immer. Unschuldig? Wollt ihr Talisa wirklich als unschuldig bezeichnen? Nur sie ist ein Kind Barts. Unabhängig davon, ob er sich nun als gut oder böse erweist? Er wird sich auf jeden Fall als zerstörerisch erweisen. Talisa ist eine Frau. Es hat euch zweifelsohne aus der Bahn geworfen. Zu diesen Unschuldigen zählen auch die Hafner, die im Glauben für die rechte Sache zu kämpfen gestorben sind. In Gavarys Namen, in eurem Namen. Bedauernswerte Verluste. Wie bei euch, obwohl ich annehme, dass ihr für mehrere Jahre weg wart. Ah, eure Schlagfertigkeit ist immer noch eure gefährlichste Eigenschaft, Yahira. Ich habe euch gelehrt, dieses Talent zu schulen. Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass ich einmal selbst zum Opfer dieser Schlagfertigkeit werden könnte. Erspart euch das, Dermin. Ich fühle mich nicht mehr schuldig, wenn ich euch gegenübertreten muss oder irgendjemand anderem, der gesandt wurde, um diesen Kreuzzug der Nahen auszutragen. Ihr seid die Verräter, nicht ich. Ich spüre das im Grunde meines Herzens. Wir werden es doch verstehen, wenn ich mich selbst davon überzeugen will. Was kann ich tun? Ja, gut. Ist auf Talisa Dings gewirkt? Ja, Magie fehlwirken, hm. Ja. Ich bin bereit. Wurde aber auch recht frei heraus.
Okay, wir sind mitten in einem chaotischen Durcheinander und jetzt kommt... Ich wollte das nicht tun, nein, wirklich nicht. Wir stehen auf der richtigen Seite, Talisa. Aber warum tut dies dann immer noch weh? Der richtige Weg ist nicht immer der einfachste. Welches mir überlege, ist der richtige Weg meist derjenige, der am meisten Blut und Tränen kostet. Manchmal weigern sich Leute eben, etwas zu verstehen. Ihr tut, was ihr tun könnt. Ihr kennt die Antworten auf derartige Fragen besser als ich. Deswegen erspare ich mir euch meine Klischees lieber. Nämlich doch das erste lieber. Hä? Ihr meint, mit euren blöden Witzen bringt ihr mich öfter zum Lächeln, als beliebt ist. Die Leute werden noch denken, dass ich weich werde. Was hat das damit zu tun? Ja, aber ihr seid auch immer mit einem scharfen Bemerkung zur Hand, wenn es nötig ist, jemand den Kopf zurechtzurücken. Auf keinen Fall. Hey, warum habe ich eigentlich keine Gelegenheit, da mit ihm zu etwas ihm zu sagen? Ich wollte helfen. Nehmen wir das obere. Haha. Ach, ihr seid... Ach, seid doch still. Ich sollte mich doch eigentlich wegen dieser ganzen Angelegenheit schlecht fühlen. Okay, machen wir einfach weiter. Kicher. Die Dienerin der Nadine, ich warte auf euren Befehl, aber gerne. Wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Festhalten kann ich die beiden leider gerade nicht, oder? Nein. Ja. Und Magiebann habe ich nur den Kampfmagiebann drin. Braucht ihr etwas? Ich bin bereit. Schon unterwegs. Ich brauche Heilung. Keldorn aus. Minsk aus. Talisa aus. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige ich Heilung. Ich wollte gerade sagen, gut, schlagt euch gegenseitig, aber das ist jetzt abgeklungen. Ja? Vita, Moda, Vita, und ja, ich habe... Ist mir nach dem Ende der letzten Folge so aufgefallen. Ich habe vergessen, mich... Ja, mein Zeug loszuwerden. Karsomir plus 5. Wir sind zwei Hände. Kann aber nur vom Paladin verwendet werden. So, das kriegst du mal eine Weile, bis wir es wieder abgeben müssen. Falls wir es abgeben müssen, weil als Paladin war es meine Aufgabe, das Ding für die Paladin-Quest abzugeben. Träger erhält 50 Magieresistenz. Träger kann Magiebannen wirken beliebig oft. Trifft das Schwert ein Opfer, wirkt er automatisch Magiebannen. Minus 5 ETW. Plus 5 gegen chaotisch böse Feinde. Nochmal zusätzlich. Das Schwert ist echt saugeil. Was haben wir noch da? Diesen Speer. Ist einfach bloß ein Speer plus 3. Und das ist auch nur ein Speer plus 3. Gut. Wir haben immer noch zu viele Heiltränke. Deswegen heilen wir mal ein bisschen. So. Ich helfe wohl immer schneller als Chick-Ticker Schnellkratze. Okay, da ist viel Zeug. Armbänder, die wir nicht identifizieren können. Das ist ein Schutzamulett. Das ist wahrscheinlich ein Kurzschwert. Das ist eins. Eine leichte Armbrust. Wieder viel zu viele Tränke. Bolzen plus eins. Hoppala. Beißender Bolzen und das ist wahrscheinlich noch ein Gewitterbolzen.
Da sind wir hier langsam voll und hier langsam voll. Ich werde es tun. Ein Heldentrank, das ist schon mal nicht schlecht. Ein Schutzring. Kann keiner tragen, also geht er da rein. Und das wird ein Kriegshammer plus 1 sein. Das hier ist wesentlich in Bayerwans Namen. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Pfeile für Yoshimo. Kurzbogen. Beschlagene Lederwams. Ihr seid voll mit Feuerpfeilen. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ja, tun wir doch hier, Jira. So, das ist noch ein Flegel plus 1. Untote kontrollieren haben wir leider nicht übertragen können. So, zu guter Letzt. Das ist ein Schutzumhang. Das sehe ich sofort. Können wir nur leider nicht identifizieren. Wurfpfeile. Noch mehr Wurfpfeile. Und eine Stabschleuder plus 1. Und wir sind langsam wieder überfüllt. Ja. Ich glaube, ich muss meinen Plan, nach Handelstreff zu gehen, als nächstes überdenken. Muss doch mal zuerst zurück in die Stadt. Erstens will ich meine Drachenschuppen schmieden. Zweitens will ich die ganzen Sachen verkaufen. Ja, der Hintergrund des Plans der Hafner. Endlich ist mir klar, wie der Plan der Hafner ausgesehen hat. Gabriel war kein wahrer Hafner. Er war nur ein Opportunist, der seine Position ausnutzen wollte, um zur Macht zu gelangen. Yahimiras ehemaliger Mentor war einer seiner Komplizen. Die beiden haben sich offensichtlich darauf verlassen, dass die Tatsache, dass ich ein Kind Balz bin, alle Anschuldigungen mir gegenüber automatisch glaubhaft erscheinen lassen würden. Jetzt sind sowohl Gabriel als auch Dermin tot. Ich frage mich, ob die anderen Hafner diese Vendetta gegen Yahira und mich weiter fortsetzen werden. Ich hoffe es mal eher nicht. So, jetzt sagen wir erstmal noch Windspeer Bescheid, dass 4K weg ist. Oh, Ankeck. Ja, den Ankeck-Panzer können wir sicherlich irgendwo verkaufen. Vielleicht sogar im Abenteuer allerlei, weil nochmal eine Ankeck-Rüstung draus zu machen, das bringt nicht viel. Die kostet 5.000, verkaufen können wir sie für vielleicht jetzt mittlerweile 18.000. 1.800. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich kann es kaum glauben, dass es vorbei ist. Ihr habt das Unvorstellbare getan. Meine Rettung, die Vernichtung von 4K, ist überwältigend. Ihr habt euch selbst übertroffen, finde ich. Ein heroischer Kampf, der jahrzehntelang in Erinnerung bleiben wird. Ich danke euch. Ja. Ich werde tun, was ich kann, um euch zu helfen. Diese Angelegenheit hat Schmier auf mir gelastet, fürchte ich. Danke für alle eure Bemühungen. Okay, der Dank ist eigentlich ausreichend. Wir haben vom 4K eh das bekommen, was wir wollten. Und eigentlich hat uns Windspeer ja genug geholfen. War nur wichtig zu sehen, dass wir ihm noch Bescheid geben konnten. So, Tempelbezirk, Docks, Vaukenspromenade. Weil ich will gucken, ob ich das Schwert zurückgeben muss.
Wenn ich es zurückgeben muss, dann... Keine große Herausforderung. Ist es halt blöd, wenn ich es behalten darf. Ist es eigentlich gut.